Die Dropbox-Funktion Dateianfragen ist wohl die bequemste Möglichkeit, von verschiedenen Leuten Online-Dateien in Empfang zu nehmen. Wenn du darauf tippst, so wirst du aufgefordert, eine neue Dateianfrage zu erstellen, zum Beispiel Ferienfotos. Du kannst hier noch einen bestimmten Ordner auswählen, lasse ich aber mal. Und bereits hast du einen Link, den du kopieren und versenden oder auf einer Webseite publizieren kannst. Natürlich kannst du auch Leute namentlich bzw. über ihre E-Mail-Adresse einladen. Ich kopiere den mal und öffne die Seite in einem anderen Browser, damit du siehst, wie das dann für den Empfänger aussieht. Und entweder kann man es gleich reinziehen oder über Datei auswählen, wählt man den entsprechenden Ordner aus und hier auch mehrere Dateien. Man wird aufgefordert, Vornamen und Nachnamen einzugeben und die entsprechende Mailadresse und anschließend tippst du auf Hochladen. Das ist nun fertiggestellt. Der Empfänger, das ist halt so, wird noch aufgefordert, ein eigenes Dropbox-Konto zu erstellen. Das kann man selbstverständlich aber auch ignorieren. Und wenn ich hier jetzt wieder zurück in meinem Dropbox-Account auf diese Ferienfotos tippe, so siehst du, sind diese Fotos bereits vorhanden. Zusätzlich versehen mit Vor- und Nachname des Absenders. Diese Bilder befinden sich nun im Ordner Ferienfotos und dieser wiederum im Ordner Dateianfragen. Beziehungsweise, wenn du die Dropbox mit deinem Computer synchronisiert hast, so findest du auf der obersten Ebene eben diesen Ordner Dateianfragen und darin alle entsprechenden Anfrageordner.